Und dann war die MTU geboren. Dieser ganz große Ball, das sind so ungefähr 2 Zentimeter, das ist das, was die Frauen zufällig selber finden können. Frauenärzte sind dann, die tasten auch bis zu dieser Größe dann in ihren 2-3 Minuten, das sie haben. Und wir sind in der Lage, diese ganz kleinen rosa Perlen zu tasten. Das sind dann so ungefähr 0,5 Zentimeter. Die machen sie mal andersrum. So, das sind die Schuhe mit der Schulter. Für mich und meine Kolleginnen ist es, glaube ich, immer wieder so ein gutes Gefühl, dass wir wirklich mit einem gewissen Selbstbewusstsein und auch Stolz sagen können, hey, ich bin zwar behindert, aber ich gehe halt arbeiten. Und auf dem ersten Arbeitsmarkt vor allem. Und es ist so ein Gefühl von, ich darf halt im normalen Alltagsleben teilnehmen. Und dann kam sie ein Jahr später wieder. Ich sehe die wirklich noch vor mir sitzen und hat gesagt, sie haben mir mein Leben gerettet. Dann dachte ich so, okay, krass, ja. Dass ich was dazu beitragen kann im Kampf gegen Brustkrebs. Das macht es besonders.